So, Redaktion Hufgeflüster ist unterwegs immer noch in Reken und zwar auf diesem tollen Fest der VfD, Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer. 40 Jahre VfD und da ist ein toller Ausstellerbereich und da gibt es natürlich auch interessante Angebote und zwar interessante Angebote, die gut auch zu dieser Szene passen. Freizeitreiter, Wanderreiter und andere Reiter, die halt sich mit ihrem Pferd auch hobbymäßig beschäftigen. Und da werden auch interessante Problemlösungen immer angeboten. Und da bin ich jetzt hier auf einem Messestand von dem Josef Scharnagel. Und der zeigt mir jetzt was Neues, und zwar in Sachen Hufbeschlag. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber dafür haben wir ja unseren lieben Josef, damit er uns jetzt ein bisschen was sagt dazu. Josef, du hast ein tolles Produkt selber auch erfunden. Nein, nicht selber erfunden. Wie gesagt, es hat ein Hufschmied entwickelt, der Rudi Pellkofer, der seit über 30 Jahren in der Szene tätig ist, sage ich jetzt einmal. Und der mit Sicherheit ein sehr guter und renommierter Hufschmied ist. Und er hat irgendwann einmal gesagt, Mensch, egal wie gut, dass ich das Pferd bearbeite, ja, und egal wie gut, dass ich meinen Huf schneide, ich wäre einfach den biomechanischen Anforderungen nicht gerecht. Ja. Und aus dem Grund hat er dann mal vor circa 10 Jahren angefangen, dass er einfach mal ein bisschen probiert hat, wie kann ich die Stabilisation vom Eisen ein bisschen mit den Dämpfungseigenschaften mit unterbringen. Dann sind ja immer wieder Kunststoffbeschläge auf den Markt gekommen, die hat er dann alle ausprobiert, hat festgestellt, Mensch, das ist gut, das ist schlecht. Ja. Und so hat sich dann eben im Laufe der Zeit dieser Segmenthufbeschlag herauskristallisiert. Ja. Den holst du jetzt mal gleich mal. Den zeige ich jetzt einfach Kamera. Einmal so. Genau, wie gesagt, das ist nochmal sieht, wie das ausschaut. Genau, ich drehe ihn jetzt einmal rum. Der Segmenthufbeschlag besteht im Prinzip aus einem Verbindungshufeisen, ja, das dazu dient, den Huf zu stabilisieren, ja, und auf der anderen Seite diese aufgeschraubten Dämpfungssegmente aufzunehmen. Ja. Wie gesagt, ich verbinde dadurch die guten Stabilisationseigenschaften vom Eisen, die sich ja über 1000 Jahre hinweg bewährt haben, mit den guten Dämpfungseigenschaften vom Kunststoff. Und das zwar auf die richtige Art und Weise. Es gibt viele Lösungen, sage ich jetzt einmal, im Kunststoffbereich. Wenn ich jetzt unten nur Kunststoff drauf mache, wird mir die Sache einfach zu instabil, sage ich jetzt einmal. Und dann gibt es wahnsinnig viele Vibrationen durch die Hufnägel auf die Hufwand und kriege eben da Ausbrüche und so weiter rein. Und dann weitet sich unten der Huf. Ja. Und das habe ich eben mit diesem System nicht mehr. Ja. Also die Kombination Kunststoff mit dem Eisen. Richtig. Kann ich denn das jetzt auf jedes Eisen drauf machen oder wahrscheinlich sind das Spezialeisen, oder? Es sind Spezialeisen, die von mir geliefert werden, sage ich jetzt einmal, die da bei dem System mit dabei sind. Ja. Aber nicht, weil es jetzt so was Besonderes sein muss, sondern auf den ganz einfachen Grund, weil ein normales Eisen hier gefalzt ist, sage ich jetzt einmal, und den Falz kann ich nicht brauchen, weil ich dann kein Gewinde nicht einschneiden kann. Okay? Also drum sollte man unsere Eisen mit dazu nehmen. Die Freizeitreiter haben wir immer das Problem der unterschiedlichen Bodenverhältnisse. Ja. Mal reizt weiter, mal reizt nur kurz. Da hast du immer andere Anforderungen an den Hufbeschlag. Ja. Und das kann man natürlich jetzt da kombinieren. Das ist ja eigentlich schon eine sehr elegante Lösung. Das kann man kombinieren und vor allem, man kann es auch, egal wo man ist, selbstständig austauschen. Das heißt, wenn ich jetzt halt irgendwo mal einen etwas längeren Ritt gemacht habe, ja, und ich stelle fest, Moment einmal, meine Kunststoffteile sind schon langsam einmal runtergelaufen, ja, dann muss ich jetzt nicht irgendwas beschlagen und ich brauche nicht irgendwo im Gelände mir schauen, wo ist jetzt da der nächste Hufschmied, der mir da schnell ein neuer Beschlag oder was drauf macht, sondern ich habe einfach eine kleine Tüte dabei, wo ich meine drei Ersatzsegmente drin habe und die kann ich dann wirklich mit einem handelsüblichen Steckschlüssel, sage ich jetzt einmal, den ich für 5 Euro in jedem Baumarkt kriege, ja, kann ich die Dinger selbstständig wechseln. Ja. Und das, denke ich, mit einem sehr geringen Zeitaufwand. Ja. Und dann mache ich es drauf und dann habe ich im Prinzip einen Neuabschlag und kann wieder loslaufen. Diese Kunststoffsegmente, ich nenne sie jetzt mal so, sind mehrere einzelne Teile, oder? Genau. Das hat den Vorteil, sage ich jetzt einmal, dass aufgrund dieser patentierten Segmentbauweise die Teile immer passen. Weil ich sage jetzt einmal, wenn ich ein einzelnes Teil habe, dann muss ich das immer ein bisschen dem Huf anpassen, dann muss ich ihn weiten, dann spannen sie, ja, oder ich mache es ein bisschen länger, dann baucht es auf und darum passt es nie. Ja. Und wie gesagt, durch diese segmentierte Bauweise passt es einfach immer, weil der Abstand zwischen den beiden Positionsbohrungen nicht verändert wird. Gell. Was ich allerdings noch gerne hergezeigt hätte, jetzt haben wir über Dämpfung gesprochen und wir haben über Stabilisierung geredet. Ja. Die große Neuheit bei der ganzen Geschichte ist eigentlich das hier, das ist eine flexible Strahlunterstützung. Also man sieht es da, ja. Und wie gesagt, der Strahl ist ein ganz, ganz wesentliches Teil im Huf. Ja, ich zeige es jetzt einfach nochmal her. Wie gesagt, es ist flexibel, ja, also nicht so wie jetzt irgendein Steg, der was eingeschworen ist. Das ist das Teil hinten, was doch mit dem Ballen, beim Ball, genau, nicht, mit dem Strahl. Mit dem Strahl, beim Strahl, genau, hinten, nicht beim Ballen.
Darum sagen wir auch Strahlsegment dazu. Und dieses Teil, wie gesagt, gibt einem Strahl wieder den nötigen Bodenkontakt, den er ja durch den normalen Hufeisenbeschlag, sage ich jetzt einmal, verliert. Da hängt er immer ein bisschen in der Luft drin. Ja. Und fördert dadurch natürlich die Durchblutung der ganzen Geschichte und bringt wieder viele, viele mehr Nährstoffe rein. Das heißt im Umkehrschluss, ich habe ein verbessertes Hufwachstum, die Hufstruktur verbessert sich einfach, ja. Und vor allem, ich nehme auch den Strahl, was er von der Natur auch so gewollt ist, wieder vollkommen beim Auffußen mit, ja. Weil ansonsten, sage ich jetzt einmal, läuft es ja, wenn ich eine Maus Eisen drauf tue, bloß über den Trageland ab, ja. Wie gesagt, aber die Natur gibt uns ja das vor, dass wir das so wollen, dass im Prinzip der Strahl mit auffußt, ja. Eigentlich wirklich eine hochinteressante Sache. Eine absolut innovative Lösung. Ist denn das patentiert wahrscheinlich? Das ist patentiert und zwar gemeinsam mit der Universität in Wien. Ja. Also wie gesagt, die Universität in Wien hat uns da die letzten Jahre immer gut unterstützt und es gibt auch da Messungen drüber, die dann besagen, dass hier, wenn ich jetzt den Beschlag im Verhältnis zu einem Barhof nehme, ja, was ja immer noch das Natürlichste der Sache ist, ja, dass zum Schluss ziemlich gleiche Werte rauskommen. Und das kann kein anderer Beschlag von sich behaupten. Mir ist gerade noch was eingefallen. Was ist denn im Winter? Was darf man da machen, deiner Meinung nach? Also im Winter, sage ich jetzt einmal, man hat hier drin bereits einen integrierten Grip. Also das heißt, ich muss jetzt kein Zusatzteil nicht mehr kaufen und dann muss ich das Eisen nicht runterreißen und muss dann noch auf wieder, ja. Der Grip ist mit drin, das ist auch noch mehr. Ist mit drin. Jetzt habe ich da, warte mal, noch eine ganz andere Lösung. Ja. Man kann natürlich auch, wenn es erforderlich ist, auch hier einfach erhöhte Schraubenköpfe reinmachen und dann kriege ich auch meine Widerstiftel rein. Also sprich, wenn ich jetzt eine eisige Bahn oder was habe, ja, oder einfach einen eisigen Belag. Stifteln sind auch noch mit drin. Das ist ja die eierlegende Wollmilchsau, genau. der Hufbeschlagszene. Das ist so unfassbar. Wie fällt einem sowas ein? Ja? Bist du selber Reiter? Oder wie fällt einem jetzt sowas ein? Das darf mich interessieren. Was denn mit den Stifteln, oder wie? Ja, überhaupt, dass man sowas entwickelt. Ja gut, das ist ja nicht mir eingefallen. Ich habe gesagt, ich bin ja nur der Erfindungsfinder. Da haben wir ja vorhin jetzt, einmal kurz drüber geredet. Okay, jetzt verstehe ich auch diesen komplizierten... Richtig, genau. Ausdruck, genau, der Erfindungsfinder. Genau. Wie gesagt, Erfinder ist nach wie vor der Rudi Pellkofer, ja. Und der hat halt aufgrund seiner Praxiserfahrung und seines täglichen Beschlagens, sage ich jetzt einmal, einfach immer nach Lösungen gesucht. Der Rudi ist der Mann, der gestern am Stand war, oder? Gestern war der Paul Hellmeier. Genau. Paul Hellmeier kennt bestimmt jeder oder sehr, sehr viel in Deutschland, sage ich. Ja, von mir, von der Reitanlage. Jetzt der von der Reitanlage, weil er früher auch der Vorstand vom EDHV war. Und wie gesagt, der Paul hat das Produkt einmal vor einem halben Jahr auf der Equitana kennengelernt. Das ist ja auch zugleich der Start oder der Beginn des Ganzen gewesen, wo wir gesagt haben, jetzt können wir in die Öffentlichkeit gehen, jetzt präsentieren wir das einfach einmal. Hat es am Anfang auch ein bisschen kritisch beäugt, wie es eigentlich jeder macht. Ja. Hat mittlerweile viele Pferde damit beschlagen und sagt, du, das ist super, das ist einfach gut. Ja. Ohne dass wir jetzt von Preisen reden. Also sollst du auch keine Preise nennen, sondern mich würde es bitte nur interessieren, ist das teuer? Nein, es ist nicht teuer. Es ist definitiv teurer wie ein normaler Standardhufbeschlag. Ist ja logisch. Ein Hufeisen einen Wert von 2-3 Euro hat, da komme ich mit der Lösung nicht klar, das ist klar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe hier so einen hohen prophylaktischen und auch Behandlungseffekt da, dass ich mir das gelegentlich einmal in die Tierarztkosten wieder reinsparen kann. Also das muss ich jetzt einfach so sagen. Ja. Und was ist teuer? Wenn es ums Gesundheit oder um die Gesundheit vom Pferd geht, ja, dann darf eigentlich nichts zu teuer sein. Übrigens ein ganz gutes Schlusswort jetzt auch von unserem netten Interview. Also das ist eine totale interessante Sache. Es geht um das Wohl der Pferde. Noch dazu, wenn wir sie beanspruchen bei einem Ausritt, zum Beispiel Wanderritt oder egal wie, weit oder nicht so weit, es ist egal, Winter oder Sommer, dieses Produkt bietet so viele Lösungen, dass ich gleich selber total begeistert bin. Gut. Am liebsten würde ich mir selber immer lassen. Okay. Aber ich bin aber ja Gott sei Dank kein Pferdl. Die fragt man nicht, oder? Alles klar. Nein, also wirklich, nein. Absolut toll. Ja. So, jetzt wollen die Leute das natürlich wahrscheinlich alle kaufen oder sich besorgen oder sich beraten lassen. Ja. Wo müssen sie denn hingehen? Das kennen es gern bei uns da. Wir sind in München ansässig. Die Firma nennt sich GM GmbH. Man findet uns im Internet unter www.rudi-pellkofer.de. Ja. Und wie gesagt, wir wollen da immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also bitte ruft es an, ja, geht es auf unsere Internetseiten, auch wenn sich der Schmied einmal unsicher ist oder eine Frage oder was dazu hat. Ja. Es ist kein Hexenwerk, das Ding zu montieren, man kann es. Ja. Und wie gesagt, wenn er wirklich Fragen hat, dann darf er sich gerne an uns melden. Nicht schlecht. Ich bedanke mich sehr für dieses interessante Interview. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich viel Leute anspricht, viel Reiter. Und dass sie es zumindest schon mal ausprobieren. Genau. Weil das macht ja nichts. Den ersten Beschlag mal ausprobieren und dann testen und schon geht's los. Man kann ja nichts kaputt machen. Das ist ja das Schöne da dabei. Ja. Das Einzige, was man jetzt einmal hat, man muss halt einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja. Das, was aber auch überschaubar ist, sage ich jetzt einmal. Ja. Und tut mit Sicherheit seinem Pferdl was Gutes.
Gut, dass du diese Erfindung gefunden hast, muss ich echt sagen. Ja. Außerdem hast du mit mir noch ein astreines Interview abgeliefert, absolut professionell. Alles klar. Ich sag danke. Wir freuen uns, wenn wir gerade so Firmen wie jetzt euch und dir helfen können, dass wenn es schon so was Tolles gibt, dass das auch unter die Leute kommt. Auch jetzt sagen darf. Ja. Ja. Also Dankeschön für die Plattform, die was mir du da geboten hast. Ja. Und ich hoffe, dass ich ein paar Leute angesprochen habe. Ja. Also prima, vielen Dank für das Interview. Okay.